In einer Zeit, in der schockierende Bilder mit dem Islam assoziiert werden, besitzen wir eine lange Tradition des nützlichen Beitrags zur Welt in ihrer Gesamtheit. Und diese Tradition und dieser Beitrag sollte nicht durch mediale Hetze in den Hintergrund geraten. Wie sah die islamische Welt aus? Vor allem war sie eine Zivilisation mit Menschlichkeit. Sie fühlte mit, unterstützte und half anderen Menschen. Es gibt eine Geschichte über Irland, als eine Fäule die Kartoffel befiel und ganze Kartoffelfelder vernichtete. Damals waren Kartoffeln das Grundnahrungsmittel von Irland, vor allem in der ärmeren Bevölkerungsschicht. In jenem Jahr fiel die Ernte sehr schlecht aus. Viele Menschen fanden den Hungersnot. Die Iren nannten es die große Hungersnot. Es wird berichtet, dass 1 Million Menschen starben, die Hälfte der Bevölkerung Irlands. Das war furchtbar. Aber es war ja nicht so, dass es gar keine Lebensmittel in Irland gab. Irland wurde jedoch durch England unterdrückt. Und die irischen Felder gehörten Großgrundbesitzern aus England. Also mussten die Iren ihre Ernte an England abliefern. Und die Armen in Irland starben den Hungertod. Diese Nachricht ereilte den Kalifen in Istanbul mit der Bitte zu helfen, da Menschen, Nicht-Muslime, Christen in Irland an Armut starben. Zu dieser Zeit gab es unter den Osmanen innere Konflikte. Doch der Kalif spürte eine große Verantwortung. Aus seiner Menschlichkeit heraus versprach er, ich werde 10.000 Silberpfund nach Irland schicken. Er war allerdings kein leichtsinniger Herrscher. Er begriff, dass Irland unter der Verwaltung der Briten war. Also ließ er herausfinden, wie viel die britische Queen Victoria unternimmt, um den Iren auszuhelfen. Es stellte sich heraus, dass die Queen nur 2.000 Silberpfund hergab. Und er selbst hatte versprochen, 10.000 zu schicken. Damit er die Queen nicht bloßstellte, reduzierte er seine Spende auf 1.000 Silberpfund. Seht ihr nun, dass die islamischen Herrscher keine Unruhen in anderen Ländern beabsichtigen? Aber er sagte, ich habe 10.000 versprochen. Ich muss Güter im Wert dieser Summe geben, aber an Geldern werde ich nur 1.000 schicken. Also schickte er den Iren 1.000 Silbermünzen, was heute in etwa knapp über 1 Million Pfund entspricht. Dann schickte er 5 Schiffsladungen an Getreide. Als die Hilfsgüter in Irland eintrafen, war das Volk überwältigt. Und die irischen Nobelleute schrieben dieses Dankschreiben an den Sultan. Sie schrieben, wir, die Nobelmänner, Gentlemen und Einwohner Irlands, möchten unseren Dank und Anerkennung dem osmanischen Sultan für seine großzügige Unterstützung aussprechen. Die Unterstützung des Sultans, seine Antwort auf unsere Bitte, ist ein Beispiel für europäische Länder. Durch dieses rasche Handeln wurden viele vor dem Tod gerettet. Wir möchten unsere Anerkennung zum Ausdruck bringen und hoffen, dass der osmanische Sultan und sein Herrschaftsgebiet von diesem Leid, das uns befallen hat, verschont bleiben. Als Anerkennung des raschen Eingreifens des großzügigen Kalifen übernahmen die Iren das Symbol des Halbmondes und Sterns auf einigen ihrer Verwaltungsgebäude. Und auch heute noch trägt ihre Fußballmannschaft dieses Zeichen voller Stolz. In Ehren dessen, was der osmanische Kalif für sie getan hat, zu einer Zeit, als ihnen nur wenige zur Hilfe eilten. Und nicht nur Istanbul kam den Iren zur Hilfe. Auch andere islamische Gebiete des Kalifats schickten Irland Unterstützung, um leidende Menschen zu retten. Und nun stellt man diese Vorgehensweise den sinnfreien Handlungen gegenüber, die heutzutage mit islamischen Herrschern verknüpft werden, dann kann man einen direkten Kontrast sehen zwischen der Realität und dem Schwindel.